Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chef Life Restaurant Simulator. Ja, lass uns doch erstmal das Restaurant eröffnen. Stress doch nicht so rum. So, du kannst die hier schon mal machen. Perfect ingredient for me, Chef. Und du kannst davon mal einen machen. Und davon einen. Und davon mal einen. Prepare to be amazed, Chef. So. Ich überlege gerade, habe ich Meeres. Oh, Rotbarbe ist keine Meeresfrucht, ich Depp. Die Rotbarbe ist keine Meeresfrucht. Ja, das zählt schon mal nicht, diese Schicht. Shit. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich brauche 3 Meeresfrüchte, also überwiegend Meeresfrüchte. Das haben wir jetzt definitiv nicht. Schitteböhm. Na gut. Ja, falls euch wundert, warum wir direkt in die Schicht starten. Ich bin jetzt wieder aktuell mit den Aufnahmen. Ich hatte ja vorher eine ganze Weile vorproduziert. Deswegen muss ich jetzt im Prinzip dann mal gucken. Oh, er kann. No problem, Chef. Er kann ja fertige Gerichte machen. Chef? Genau, deswegen muss ich jetzt im Prinzip gucken, dass ich jetzt auch mal wieder hinterherkomme. Deswegen teile ich es jetzt wieder auf. Vormittags und Schichtbeginn. So. Wir haben aktuell noch nichts von dem, aber er macht, glaube ich. Ja, er macht das und sie ist noch gleich bei der Dings dabei. Bei der Muschel. Die sind halt jetzt nicht so schnell. Das ist natürlich alles nicht deren Metier. 2 Meeresfrüchte habe ich drauf. Leider nur 2. Gefüllter Tintenfisch ist Meeresfrucht. Jakobsmuschel ist Meeresfrucht. Das ist vegetarisch. Rotbarbenfilet ist leider keine Meeresfrucht. Und Ossobuco vom Mailänder ist ebenfalls keine Meeresfrucht. Tja. Blöd gelaufen. Oh, alles A+. Ich habe schon gute Köche, muss ich sagen. Richtig gute Köche. So, sie fängt mit der Muschel an. Sehr gut. Dann kann er eigentlich gleich nochmal so ein Ding hinterher machen. I'm available, Chef. Und sie kann dann eigentlich gleich nochmal eine Muschel hinterher machen, wenn sie damit fertig ist. Nicht genug Platz auf dem Tisch. Moment. Dann nehmen wir mal 3 runter. Stellen die hier auf die Warmhalteplatte. Dann haben wir genug Platz auf dem Tisch. Ist nicht ihr Lieblingsding, aber... Das ist ja mal egal, ne? So, das da müssen wir gleich servieren. Auch A+ Qualität. Also Jero ist auch ein richtig guter Koch, muss ich sagen. Und jetzt kann er halt auch vollwertige Gerichte machen. Das ist schon mal viel, viel wert. Was kann er danach noch machen? Kann er sich mal an dem Tintenfisch versuchen? Die wollen ja was zu tun haben. Dann kann ich jetzt nämlich gucken, dass ich wieder von jedem 2 Dinger da habe. So, sie ist gleich fertig. Dann können wir servieren. So soll das sein. Hm. So, einmal Muschel, einmal das. Und... Passt. Ja, wenn ich das jetzt selber anrichten müsste, da wäre ich wahrscheinlich wieder Stunden beschäftigt. Danke. Oh, 3 Gäste. Das sind ja nur 2. Mal gucken, was die gerne hätten. Aber jetzt sind wir eigentlich recht gut vorbereitet.
Er ist gerade da dran, dann kann er danach nochmal ein Rotbarben-Dings machen. Well, sie ist da nochmal, dann kann sie aber danach, das ist was, was sie mag. Sie liebt Fleisch. Sie ist ein absoluter Fleischfan. Unser Fischmeister ist leider gerade, oder Meeresfrüchtemeister ist heute nicht da. Das hat mir dann auch schon die Entscheidung abgenommen, wer spülen muss. Nämlich keiner, oder je nachdem ich. Wie man es nimmt. So, da kommen schon die Bestellungen. Sehr schön. Was hätten Sie denn gerne? Zweimal Tintenfisch und einmal das. Der zweite Tintenfisch ist gerade in der Mache. Da warten wir gerade nochmal drauf. Er ist aber auch gleich fertig. Also jetzt ist sie schnell, ne? Mailänder Kalb, da ist sie fix. So, einmal Tintenfisch, zweimal Tintenfisch und einmal das hier. Dann kann sie da gleich auch noch ein zweites von machen. So, dann kann ich ihr da gleich nochmal eins aufs Auge drücken. Wird sie freuen, mag sie nämlich. Und Tintenfisch brauchen wir wieder. Dann kann sie anschließend auch mal Tintenfisch machen. Und er kann auch noch mal Tintenfisch machen. Muschel brauchen wir noch. Kommen schon die nächsten. Jetzt wollen sie es aber wissen, ne? Jetzt wollen sie es aber richtig wissen. Ja, sein Lieblingsgericht kann er leider nicht machen. Das ist halt das Vegetarische, aber da haben wir 4 Portionen von und davon wollte noch genau keiner was. Wenn ich habe leider vergessen, dass er ja vollwertiger Koch ist. Das heißt also, dass er komplett fertige Gerichte machen kann. Dann hätte ich das mit den 4 Dingern da gelassen. Aber gut. So, danach hat er, glaube ich, noch Tintenfisch. Genau. Passt. Wie sieht's aus? Eine Muschel brauchen wir noch. Tintenfisch kommen gerade 2. Dann kann die Adele gleich noch die Muschel machen. Okay, Chef. Und wir brauchen natürlich auch gleich wieder jetzt Nachschub, wenn hier die 2 was zu essen kriegen. Einmal Muschel, einmal Dings hier. So. Richten was an und so werden die dann beide gleichzeitig. So. Nehmen und dann können wir es hier beide zeitgleich servieren. So. Das sieht sehr lecker aus, ne? Dann haben wir zumindest. Nice plating, Chef. Ja. Makes you wanna eat it. So, dann können wir schon wieder die nächste Muschel in Auftrag geben. Das wäre dann ein Fall für Jero. Prepare to be amazed, Chef. Zweimal Rotbarbe, zweimal das Filet. Er ist gerade beim zweiten Tintenfisch, dann haben wir den auch zweimal. Dann brauchen wir noch zweimal Muschel. Sie ist aber gerade an der Muschel und er macht Muschel. Das passt. Und ja, die Parma-Dings da, die haben wir ja sowieso hier. Die muss ich dann halt anrichten. Könnte ich eigentlich gerade machen, ne? Richten den an und stellen den dann da drauf. Vielleicht gar nicht so doof. Weil dann ist der fertig angerichtet. Dann kann ich den einfach servieren, wenn ich den brauche. A table is just ordered. So, was hätten die denn gerne? Muschel, Tintenfisch und Rind. Rind, Muschel,
Muschel fehlt noch. Ist gleich fertig. So, Muschel. Du darfst direkt nochmal Muschel machen, meine Liebe. I'm on it, Chef. Don't blink. Und du darfst nochmal Rind machen. Understood, brauchen Chef. Wir auch. Und Tintenfisch brauchen wir noch einen. Den kann aber dann Jiro machen. So. No problem, Chef. Einmal Tintenfisch. Dann haben wir davon zwei. Zweite Muschel ist in Arbeit. Zweites Rind ist in Arbeit. Zweiter Tintenfisch ist in Arbeit. Und schon wieder ein Gast. Gästin. That looks delicious, Chef. Ja, das Lob geht rein an meine Köche. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Ganz und gar nichts. So, wir brauchen echt noch mehr von diesen Kochdingern hier, dass wir da neue Gerichte uns leisten können. Ich brauche Feinschmeckerküche. Vegetarische Feinschmeckerküche. Dass wir ihn hier weiter leveln können. Und den Quatsch muss ich natürlich auch noch kochen, außer das Quatsch. Das muss ich dann natürlich auch noch alles kochen. Aber andererseits kriegen wir auf die Art jetzt die Möglichkeit, dass wir die dreimal Meeresfrüchte machen. Wenn ich es nicht vergeigt hätte, hätten wir das jetzt schon die erste Schicht mit drei Meeresfrüchten. Aber die Rotbarbe ist natürlich völlig fehl am Platz. Die ist keine Meeresfrucht. Sehr gut. Nehmen wir. So, kannst direkt servieren. Well done, Chef. That looks great. Was kann ich Ihnen machen lassen? Ich würde Ihnen, glaube ich, nochmal eine Muschel machen lassen. Chef? Dass er was zu tun hat. Dabei können wir hier mal den nächsten zubereiten. Die nämlich schon mal. Haben wir die Servier fertig? Ist ja auch kein Fehler. So, dann stellen wir uns auf die Warmhalteplatte. Wann kommen. Sie ist fertig, aber da kommt gleich die nächste Bestellung mit dreien. Sehr gut. Du hast nichts zu tun. Mach du mal noch so einen. Kein Platz auf dem Tisch. Okay, ändern wir gleich. I'll leave the order here. Einmal das und einmal Tintenfisch. Das da und Tintenfisch. Sehr gut, dann kannst du hier gleich das da machen. I'm going to prep this like never before, Chef. Und er kann Tintenfisch machen. Looking forward to preparing that, Chef. Und wir servieren hier grad. Ding, ding. Und ich kann hier das nächste grad noch servier fertig machen. So. That looks delicious, Chef. Dann haben wir die zumindest alle mal fertig. Und es sind schon wieder Gäste gekommen. Also mindestens ein Gast, sagen wir es mal so. Vier, sehr gut. Da geht was raus. Nein, nicht nehmen. Gegenteil. Da geht richtig was raus. Das ist gut. Ich überlege gerade, ob ich hier noch ein paar Dinge verteile. Wobei wir haben jetzt dreimal Muschel. Zweimal Tintenfisch. Zweimal Rind und zweimal Rotbarbe. Das ist eigentlich erstmal gut. Ah, Bestellung kommt. Sehr gut, dann kann sie gleich wieder loskochen. Außer das war jetzt die letzte Schicht. Kann natürlich auch sein. We have the order from the new table, Chef. Zweimal Dings hier. Und zweimal davon.
So. Okay, fertig. Jetzt warte ich kurz, bis er bedient hat. Oder bis er serviert hat. Dann sehe ich nämlich, ob da noch was kommt. Ah ja, kommen noch. Okay, dann können wir direkt kochen. Well done, nice work. Wise choice. Davon brauchen wir. I'm going to showcase these vegetables as only I can. Und du kannst. Also wir haben keinen Platz mehr. To prep this, Chef. Moment. Nehmen wir die drei da raus. Dann kann sie nämlich die zwei. Working with that ingredient is pure joy. Rinderdinger da machen. Und dann stellen wir die Muscheln gerade mal da drauf. So. Dass wir auch alles haben, was wir brauchen, ne? Weil Lasagne hätte er nicht Lasagne. Dieses Parma-Tralala-Dings da. Wie heißt das? Parmigiana, genau. Wenn das jetzt nochmal bestellt wird, hätte ich nichts mehr. Deswegen haben wir das vorrätig. Zweimal Rotbarbe, einmal Tintenfisch. Ich hätte auch den A plus nehmen können, aber egal. Oh. Eine Rotbarbe fehlt. Well done, Chef. That looks great. Da habe ich das Falsche wahrscheinlich. Das kam wahrscheinlich in dem Moment dazu, wo ich drauf geklickt habe. So, machen wir das so. Jetzt gucken wir mal, ob noch mehr Gäste kommen. Oder ob es jetzt Schichtende ist. Genau. Well done, everyone. Well done. Jawohl. Treue Gäste. Sehr gut. Die sind alle sehr gut zufrieden. Sehr gut. Erstklassige Schicht. So muss das sein. Perfekt. Stufe 27. Sehr gut. So. Vielen Dank. Mit euch kann ich nicht reden. Dann beenden wir gerade mal die Schicht. Bleib noch kurz, weil ich die Karte jetzt mal eben ändern will. Und mal gucken, ob wir noch Rezepte kaufen. So, die Rotbarbe kommt weg. Ich brauche irgendwas anderes. Caprese, gefüllte Zucchini, Dorade ist natürlich genauso wenig. Meeresfrucht. Jakobsmuschel haben wir schon. Hackbällchen. Lachs mit Sauerampfer. Lachs ist leider auch keine Meeresfrucht. Rindercarpaccio. Pasta mit scharfer Tomatensauce. Pasta mit Pesto. Rindertatar. Rindfleisch. Seebarsch ist ebenfalls keine Meeresfrucht. Thunfisch auch nicht. Ich habe gar keine drei Meeresfrüchte. Okay. Haben wir hier noch irgendwas mit Meeresfrucht? Was ich nur noch nicht gekocht habe. Bastisches Kühnchen. Dorade, gefüllte Zucchini, Gemüse Carpaccio, das kann ich mal aufwerten. Müssen es natürlich dann entsprechend zubereiten. Gefüllte Zucchini mit Käse können wir auch aufwerten. Aber das war nicht das, was ich hier eigentlich jetzt suchte. Jakobsmuschel. Das ist das Zeichen für Meeresfrucht, oder? Meeresfrüchte, okay. Das ist das, was ich brauche.
Haben wir da noch ein drittes Gericht? Kartoffelgratin kann man auch aufwerten. Ist aber nicht das, was ich jetzt suche. Lachs. Meeresfrüchte-Lasagne. Das ist doch das, was wir brauchen. Müssen wir kochen. Machen wir das geschwind noch? Ich glaube, das machen wir morgen früh. Wobei, nee, ich muss das ja auf die Karte packen. Meeresfrüchte-Lasagne. Okay, was brauchen wir als erstes? Ich könnte mal erstmal alles an Dings holen, was ich hier brauche. Alles nehmen. Das kann ich sonst nämlich nicht so gut. Weil ich das nicht auswählen kann. Shrimp. So, da haben wir mal alles. Guter Anfang, würde ich sagen. So, wir nehmen den Topf, Butter, Mehl und Milch und machen die Speckkaramell und brauchen Gewürze. Den Topf. Achso, vielleicht sollte ich auch noch gucken, in welcher Reihenfolge ich das da reinpacke, ne? Die Butter, dann das Mehl, dann die Milch. Die Butter. Es fehlt viel Muskatnuss. Perfekt, sehr gut. Butter, Mehl und zum Schluss kam dann die Milch. So. Wollen wir gerade mal Mehl-Butter-Pampe. So, was kommt denn danach? Knoblauch hacken. Was kriegen wir gerade hin? Knoblauch hacken. Milch kommt gleich dazu. Schrimp, Hammer. Köpfe, Schwänze. Dann Miesmuscheln, das. Okay, das kommt alles. Müssen wir nur gerade die Milch da rein tun. Ich habe die Hitzestufe hochgestellt. Ich habe mich gerade gewundert. So, da brauchen wir Pfanne, Miesmuscheln, Schrimpschwänze und den gehackten Knoblauch. Pfanne. In welcher Reihenfolge kommt das rein? Miesmuscheln, Schrimps, der Knoblauch zum Schluss. So. Miesmuscheln, Schrimps. Und zum Schluss der Knoblauch. Der kommt da hinten. Rühren wir gleich mal. Und gucken gerade mal weiter. So, Teigarbeit. Mehl, Ei und grobes Salz. Mehl, Ei und grobes Salz. So, gleich kommt hier noch der Knoblauch rein. Mehl,
Ei und grobes Salz. So, hier können wir auch gerade mal gucken. Okay. So, Mehl, Ei und grobes Salz für Pastateig. Mehl haben wir verteilt. Passt. Müssen wir gleich den Teig noch verarbeiten. So. Prüfen. Nicht dünn genug. Machen wir mal sanft. Autsch, ich wollte ihn doch noch nicht genommen haben. Egal. Dann habe ich die falsche Taste gedrückt. Aber egal. Hauptsache wir kriegen Pastateig. Ist dann halt kein optimales Ergebnis. So. Lasagneblätter haben wir. Lasagneblätter, das da und das Bekamel. Oh, das wird kalt. Moment. Aber das kommt eh gleich in den Ofen. In die Dingsform. So. So, und dann kommt das Ganze bei T2 in den Ofen. T2. So, müssen wir warten, bis es fertig ist. Und dann können wir auch schon anrichten, ne? Das ist gut. So, den kann ich glaube ich nicht abwaschen. Da ist nämlich noch was drin, auch wenn es kalt ist und dampft. Muss man da zwischendrin irgendwas machen? Nö, Messer hineinstecken ist am Schluss, dass wir sehen, wie fertig das ist. Oder wie durchgegart das ist. So, genau, lässt sich im Voraus zubereiten. Aber zum Glück habe ich ja die Küche auf der höchsten Stufe. Da brauche ich gar nichts im Voraus vorbereiten. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Sonst wird das zeitlich immer super knapp. Wenn ich die ganzen Massen an Gäste, wenn ich die selber da durchkochen müsste, holla die Waldfee. Da müsste man die Gerichte echt auswendig kennen, glaube ich. Und selbst dann wird es schwierig. Und ich habe ja den Zeitfaktor habe ich ja ausgeschaltet. Das heißt, meine Gäste werden nicht unruhig. Aber ich kann mich noch an die Anfangszeiten erinnern, wo wir alleine waren. Oder nur Kasim dabei hatten, der nicht wirklich viel konnte. Ein bisschen schnippeln und so konnte der halt am Anfang. Ja, das war schon heftig. Da mussten wir wirklich gut vorbereiten. Das brauche ich jetzt zum Glück nicht mehr. Das macht das Ganze schon super viel entspannter. So, jetzt können wir gleich mit dem Messer noch testen. Okay, also so irgendwo bei mittig können wir es rausholen. So, jetzt sieht das ganz gut aus.
So, nehmen wir einen. Richten den gerade noch an. Und dann ab auf die Speisekarte damit. Runter mit der Rotbarbe und Meeresfrüchte, Lasagne auf die Karte. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Du kommst runter. Wo ist die Meeresfrüchten-Lasagne? Da ist sie. Sehr gut. Dann haben wir ein vegetarisches Gericht, drei andere, sechs Schichten in 10 Tagen, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir eigentlich auch hin. Das müsste eigentlich nächste Schicht schon der Fall sein. Und das müssten wir dann, ja, jetzt ab der nächsten Schicht. Ja, damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.